Willkommen an der Uni. TU Darmstadt, habe ich mal studiert. Wir sind in der Stadtmitte vom Staatsarchiv. Hinten sieht man das Landesmuseum. Ich stehe hier auf dem Campus der TU Darmstadt, wenn man so will. Hinter mir das Empfangsgebäude. Und was machen wir heute Schönes? Wir beschäftigen uns mit lasttragendem Strohballenbau. Wie schön ist das denn? Und zwar ist die Dämmung in dem Fall das Stroh und das Stroh übernimmt gleichzeitig die tragende Funktion. Also Stroh übernimmt zwei Funktionen, die Dämmung und das statische Element. Wir nehmen die Strohballen und stapeln die im Grunde wie ein Mauerwerk übereinander. Wir brauchen eine Sockelleiste, eine Art Streifenfundament, wenn man so will. Dann ein Ringanker, der oben drumherum läuft, aus Holz. Da werden teilweise noch so Spieße reingehauen, damit das auf der Baustelle nicht so labbrig ist. Dann kommt die Deckenplatte drauf, dieser Ringanker. Das Dach beschwert im Grunde die Wand so, dass die Last des Dachs die Komprimierung des Strohs gewährleistet. Und damit wir diese Setzung kontrollieren können, gibt es diese Bänder, die man da sieht, die Nummer 6. Die werden einmal drumherum gespannt und wenn die Last oben drauf ist oder auch wenn dieser Ringanker gesetzt ist, werden die Streifen nachgespannt und man kann durch diese Streifen die Setzung kontrollieren. Wenn eine Ecke sich mehr absetzt als die andere, ratscht man da ein bisschen nach und dann gleicht sich das aus, damit es immer im Level sich absetzt. Die Fenster bekommen einen massiven Rahmen in der Breite der Wand. Also 36 cm umlaufend, da wird dann das Fenster reingesetzt und das Fenster, der Rahmen, kriegt links und rechts einen Holzpfosten als Führungsschiene. Und diese Führungsschiene wird oben nicht fixiert, erst wenn die Setzung abgeschlossen ist, das dauert nur ein paar Tage, vielleicht eine Woche, dann wird der Pfosten oben an den oberen umlaufenden Holzringanker fest fixiert. Bei der lasttragenden Bauweise werden die Strohballen liegend eingebaut. Die Bänder, die Schnüre, die bleiben auch drin. Die werden nicht wie bei allen anderen aufgeschnitten und entfernt. Beim Lastwagen- und Strohballenbau bleiben die drin. Man braucht keine großen Maschinen. Man braucht eine gute Kreissäge, vielleicht eine Kappsäge. Kann man theoretisch alles per Hand machen. Dass man die Ballen, die man hat, vorher nochmal sich anguckt, ob die alle auch schön eckig sind, dass sie Schnüre gerade sind und dann nimmt man die Ballen und guckt, dass die Ecken gerade sind. Wenn die abgewölbt sind, dann zieht man dran und verteilt das Stroh so, dass die Ballen möglichst eckig sind. Wenn die vorbereitet sind, kann man die nehmen und auf diese untere Leiste draufsetzen und man stapelt die einfach übereinander. In dem Fall war das ein Workshop, wo wir ein kleines Probehäuschen gebaut haben. Das wurde auch am selben Tag wieder abgebaut. Das ist immer ein bisschen schade, weil das tut ein bisschen weh, wenn man sich so viel Mühe gibt, so ein Häuschen zu bauen, und dann muss man es wieder abbauen. War aber so. Hier sieht man, wie die Kollegen mit einem Holz als Hilfe eine Aussparung in den Ballen mit einer Handsäge reinsägen. Das ist zum Beispiel am Anschluss vom Fenster. Da wird der Strohballen dann an den Pfosten vom Fenster drangesetzt und die Lücke, die entsteht, die zwei Jungs da gerade ausschneiden, Die ist der Anschluss vom Fenster. Unten, da sieht man jetzt diese Spieße und die Sockelleiste, wo die Strohballen in der ersten Lage draufgespießt werden, damit die sich nicht bewegen können und nicht verrutschen. Da sieht man jetzt, das sind nur 5 Ballen übereinander. Man kann eigentlich 7 übereinander machen. Dann hat man eine gescheite Raumhöhe von 2,70 oder so. Und mehr als 7 geht aber nicht. Dann wird die Wand zu instabil. In dem Fall haben wir nur 5 genommen, weil das war ein Seminar und wir hatten nicht so viel Zeit. Also ja, nicht wundern, die Raumhöhe, die kommt da nicht so ganz hin. Hier sieht man dann nochmal diese Ratschen, ne, womit man diese Bänder fixiert. Die lasttragende Bauweise, die geht auch mit Big Bales. Also die sind eine Hausnummer größer. Die sind 2 Meter lang und 1,20 Meter breit und 80 cm hoch. Damit kann man genau so nach demselben Prinzip eine Wand bauen. Man braucht halt schweres Gerät.
Und die Dinger sind einfach riesig und man hat wahnsinnig dicke Wände von 1,20 Meter. Wenn man den Platz hat, dann kann man das gerne machen. Aber da in der Stadt, eigentlich, Land ist ja auch eine Ressource. Fläche ist ja auch eine Ressource. Und in dem Hintergrund ist eine Wanddicke von 1,20 Meter nicht wirklich zu vertreten. Aber es ist auch wieder eine spannende Bauweise. Ich kann mir vorstellen, dass damit, ich weiß nicht, so ein Gemeinderaum für eine Kirche oder sowas, mit so sakralen, dicken Wänden, da finde ich sowas, da kann ich mir sowas so gut vorstellen. In dem Fall ist ein Einfamilienhaus. Selbe Prinzip hier wieder. Hier sieht man unten den, den umlaufenden Holzsockel, wo die Ballen draufkommen. In der Mitte seht ihr die Rahmen für die Fenster. Die Eckelemente stehen schon, damit man die sind justiert und einnivelliert, damit man weiß, wo die Ecken sind, damit es auch schön gerade wird. Und auf der linken Seite sieht man die Posten für die Eingangstür. Das Ganze geht recht flott, das ist in 2 Tagen ist das Ding fertig gewesen. Man braucht halt einen Kran, schweres Gerät. Und was immer wichtig ist bei den Strohbaustellen, dass das Stroh vor Nässe und Regen geschützt ist. Das ist ein Nachteil bei der lasttragenden Konstruktion, weil ich das Dach erst stellen kann, wenn die Wand fertig ist. Bei der nicht lasttragenden Bauweise kann ich die Konstruktion stellen, das Dach fertig machen und dann erst mit der Isolation beginnen. Das heißt, das Stroh ist dann schon vor Witterung geschützt, weil das Dach schon fertig ist. Bei der lasttragenden Bauweise muss ich immer sicherstellen, dass das Stroh der Baustelle niemals das wird. Wenn da mal so ein bisschen Regen drankommt, ein bisschen Schlagregen, das ist kein Problem, das trocknet wieder weg. Aber oben die Flächen, wie hier dargestellt, man muss immer genug Folien haben. Wenn da hinten, da wird es schon ganz duster auf dem Bild, wenn da der Regen kommt, so ein schönes frisches Sommergewitter, dann muss das abgedeckt sein. Wenn da die Soße oben in den Ballen reinläuft und der ganze Ballen nass ist, dann kann man den nicht mehr benutzen. Und nicht mehr benutzen, das ist der Ausdruck, das funktioniert nicht. Das betrifft übrigens nicht nur Strohdämmung, ne, ihr Lieben. Alle Dämmmaterialien, zum Beispiel Mineralwolle, wenn die euch richtig zuläuft mit Wasser und richtig vollsaugt, die kriegt ihr nicht mehr trocken. Weg damit. Also das ist nicht unbedingt ein Nachteil gegenüber Strohballenbaum. Keine Dämmung sollte nass werden. Merke, keine Dämmung sollte nass und durchtrieft sein. Die Materialien sind in der Lage, diese Feuchtigkeit wieder abzutransportieren. Aber auf der Baustelle niemals ein klitschnasse Strohballen einbauen. Niemals. Und auch niemals feuchte Mineralwolle, generell feuchte Dämmung einbauen. Nein, verboten. Nein, 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 nein. Mach das nicht. Mach das nicht. Also, auf der Baustelle vor Regen schützt. Bei dem Projekt wurde das Dach aus Holz gebaut von den Zimmermännern. Wir haben in dem Seminar die Wände gestellt und die Zimmermänner haben das Dach gemacht. Und das war in 2, 3,5, 4 Tagen sowas, war das Ding fertig. 2 Tage Strohwände bauen, 2 Tage Dachkonstruktion und fertig. Oben in der Decke sind kleine Ballen drin als Deckendämmung. Ist eine nette, klare Kiste geworden. Ne? Kann man alles mitmachen. Das war lasttragende Strohballenbau vom Campus der TU Darmstadt. Fantastisch. Und wenn ich jetzt noch weitermache, dann kriege ich Sonnenbrand. Wie schön, die Sonne scheint. Und ich fahre mit dem Strohballen durch Darmstadt.